Also, aber Ja. ich hab selber andere Studien gelesen, die das widerlegt haben, also die da andere Ja, schick behauptet mir haben die als bitte. ich. Hätte ich gerne. Ich müsste die jetzt selber recherchieren wieder, aber Ja, ich. Ja, dann nee, viel, guck viel mal. Spaß dabei beim Recherchieren im Paulaner Garten. Füllen. Naja, nein, das ist kein Mensch, Es also es ist ist kein Mordwerk, ne. arglistisch, es ist aus Profitgier, es ist so aus niederen Motiven, das ist alles erfüllt. Ja, aber der Zusammenspruch, es ist ja noch der andere Aspekt, ist ja noch dieses Menschen. Und wir grenzen ja ganz klar zwischen Menschen ab, Menschen und Tiere. Die Abgrenzung da erfolgt dadurch, dass Menschen in höherer Intelligenz sind und deswegen halt Okay, abgegrenzt meine werden von Tochter ist zwei Tieren. Jahre alt, die ist weniger intelligent als ein ausgewachsenes Schwein. Darf man die jetzt umbringen oder was? Nein, sie hat Intelligenzpotenzial, was ein Schwein nicht hat. Ah, Was okay. anderes. Und es handelt sich immer noch um Geht einen um das Menschen. Potenzial, alles klar. Was Naja, ist nee, mit es geht Menschen, die nicht um das das Potenzial nicht Potenzial. haben, weil sie einfach kognitiv minder bemittelt sind? Darf man die dann umbringen? Nein. Ah, okay, also ist das Aber ja anscheinend dann nicht nein, der Unterschied, der eine der Rolle spielt. inkompetenteste. Naja, aber der inkompetenteste Mensch der Welt ist immer noch kompetenter als ein Lebewesen in der Regel. Und selbst wenn, dann handelt es sich immer noch um eine Ausnahme und mit einer Ausnahmeregel zu argumentieren, ist nicht sinnvoll. Nee, also aber wenn du eine moralische Begründung für irgendwas hast und diese moralische Begründung quasi anführst für das Handeln dann letzten Endes und du dann einfach sagst, ja, aber in dem Fall nicht, dann hast du dir ja schon widersprochen. Naja, also erstens die Prämisse, dass hier, also erstens, da ist noch nicht bewiesen, dass Schweine intelligenter sind als ein zweijähriges Kind. Und die Art und Weise, wie du Intelligenz misst, ist dann auch, also wie würdest du Intelligenz missen im Vergleich mit deiner zweijährigen Tochter und einem Schwein? Also wie würdest du den Ja, Vergleich überhaupt erzielen? also im Prinzip einfach die Fähigkeit, in Zukunft zu antizipieren, abstraktes Denken quasi und ja, so, man Ja, kann natürlich auch über sowas okay. reden wie Autonomie und so oder darüber reden, analytische Fähigkeiten so in der Wahrnehmung der Welt und sowas, alles kann man alles machen. Autonomie inwiefern? Bewegungsfreiheit oder? Ja, dass man sozusagen weiß, wie man sich in der Welt zurechtfinden muss, so, ne? Um nicht zu sterben. So. Naja, also damit würde ja man Menschen ausschließen. Wie im Koma liegen beispielsweise. Ist ja nicht so wirklich eine sinnvolle Definition. Ne, Da hat also ja keine ich Autonomie hab ja nicht gesagt, dass bezüglich das 1 und 0 Bewegungsfreiheit. ist, sondern das ist ja ein Ja, Spektrum. Und wenn jemand im aber. Koma liegt oder hirntot ist, dann ist das auch mit der Intelligenz nicht mehr weit her, Nee. in dem Zustand. Na, ich hab. Na, jetzt hast du mir Worte in den Mund gelegt. Das hast du gesagt, Hirntod, das ist was anderes. Koma ist ja immer noch Person nach, wenn sie aufweckt, immer noch dazu in der Lage, also eine intelligente Person zu sein. Das mit dem Hirntod ist was anderes. Da geht es dann darum, das ist eine andere Thematik, aber. Und, Ja, ist also, du doch hast immer noch scheißegal. wirklich Auch jemand, der im etabliert. Koma liegt oder auch von mir aus auch jemand, der schläft, ist in dem Moment nicht intelligent. Also Naja, ein also. passiver Klumpenleben. Ja, in dem Moment ist er nicht intelligent, Ja. aber das ist ja. Ja, aber also, nach deiner Meinung kann man ein Schwein töten, wenn es schläft, weil es dann nicht intelligent ist. Ist ja Hä, genauso was? ein Nein, ich habe nicht Schwarz. gesagt, dass man jemanden, Nein, der nicht intelligent nein. ist, töten darf. Bist du dumm? Nein, du hast gesagt, Nein! wenn jemand schläft, zum Beispiel hast du gesagt, wenn jemand nicht dazu in der Lage, nicht wach ist, im Koma-Zustand, dann ist er nicht dazu in der Lage, intelligent zu handeln, weil er eben im Koma-Zustand ist. Ja, aber wie Aber der kommst du denn jetzt auf die Idee, Sprachzustand, dass ich gesagt hätte, man darf wenig Intelligente nein, töten? Das du ist ja hast das dein nicht Argument gesehen, gewesen, du Blödmann. nein, es geht darum, ja, Doch. okay, das nehme ich zurück, das nehme ich zurück, aber du hast gesagt, dass du attribuierst die Intelligenz mit Attribuierst die ihrem Intelligenz? Schlafzustand. Weißt du, ich liebe Debate Bros, ey. Leute wie du, die sind halt einfach wirklich gegen die Wand gerannt, ne? Ja, also tut mir leid, was ist jetzt dein Ziel? Also warum soll ich mit dir reden, wenn du jetzt anfängst, direkt ein ad hominem Argument gegen mich zu führen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, weil es Also dir, weil, weil, was es, willst du weil, jetzt weil damit du nicht reden erreichen? willst. Du möchtest gar nicht Nein, das reden. willst ich re offensichtlich rede ich gerade Nein, mit du dir. willst Du gar nicht willst gerade reden. nur. Nein, Nein, dir ich will's geht's ja, gerade. du Nein. hast ja direkt am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dass du nicht reden willst. Also kann ich dich auch einfach ein bisschen durchbeleidigen. Macht mehr Spaß. Warte, was? Was machst du gerade? Du Wir können hast ja am mal über die Anfang des Gesprächs Herrenschlacht reden. gesagt, Nein, warte, dass du nicht ganz reden kurz runterkommen. möchtest. Ganz kurz runterkommen. Ich habe nicht Nein. gesagt, dass ich nicht reden Doch, möchte. du bist Und reingekommen selbst. und du hast gesagt, ist mir eigentlich alles scheißegal hier, ich will nur debattieren. Nein, ich habe nicht gesagt, dass Ob es mir ich, scheißegal ist. ich Ich habe werde, ich, gesagt, du hast gesagt, du hast gar kein Interesse, sozusagen ich habe kein vegan zu werden. Interesse.
Ja, du, aber das ist, willst das einfach ist nur debattieren. Das war deine Aussage. Also dann bist du reingekommen mit der Prämisse, ich will gar nicht reden. Naja. Ich will einfach nur debattieren. Aber ich will Recht haben. Darum geht es mir. Recht zu haben. Darum geht es mir. Das war deine Prämisse, damit du reingekommen bist. Naja, aber das Problem ist ja, dass ihr auch die ganze Zeit gesagt habt, wenn ihr vegan seid und gegen das Vegane seid, dann kommt ihr bitte in den Chat rein und debattiert mal. Jetzt widersprichst du dem, was du gesagt hast, warum die Leute in diesen Chat reinkommen sollen. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja Leute, die debattieren, weil sie an besseren Argument interessiert sind und dann das auch Veränderungen in ihrem Leben vornehmen schön, wollen. Und es gibt Leute, die wollen debattieren, um Recht zu haben. Und du bist Letzteres. Ja, und nein, wenn du debattieren willst, um Recht zu haben, dann willst du gar nicht reden. So, dann willst du einfach nur. Jetzt willst du dein Argument nur gerade herleiten. Dein Argumentsbasis vorher war nur, dass ich nur debattieren möchte. Das war deine eigene Aussage, du Dummkopf! Nein, dann sagst du jetzt, nur debattieren möchte im Sinne davon, dass ich Recht haben möchte. Ich habe nur gesagt, ich möchte debattieren, um einen Punkt klarer für mich selber auch festzustellen. Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, ich will nur ein bisschen debattieren. Das interessiert mich eigentlich gar nicht hier, diese ganze Debatte. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, dass ich mich nicht dazu interessiere, vegan zu werden. Das ist was anderes. Genau, und du willst nur ein bisschen debattieren. Du bist ein fucking Debate, Bro. So, ja, du bist halt jemand, der nicht reden möchte. Du bist jemand, der nur Schwanzvergleich machen möchte und rhetorisch gewinnen möchte. Was man auch an deinem ganzen, ich habe ein bisschen gewartet damit, ne, weil ich erstmal gucken wollte, was du so machst. An deinem ganzen, wie du redest, halt sofort erkennen kann. Nutze Ad hominem gegen mich. Das ist ja ein Argument. Ja, Ad hominem wird nur gemacht und so weiter und so fort. Und dann fällst du auf die Schnauze da und versuchst mir was zu unterstellen, was dein eigenes Argument gewesen ist und dann merkst du das und dann, was willst du immer? So, wirklich, also so Leute wie du, die wollen halt nicht reden. So, was willst du von mir? Was machst du hier? Warte mal kurz, der andere Partner, ich bin nicht wegen dir gekommen, ich bin wegen dem anderen hergekommen, der sagen wollte, er hat gesagt, im Chat, wenn man gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht vegan, ich finde eure Einstellung nicht gut, dann hat er gesagt, kommt rein, wir reden jetzt darüber, warum es gut ist, vegan zu sein. Und das ist ja die Sinn der Sache. Oder Tim. Nein, es gab gerade noch einen anderen dritten. Krass Thema. Krass Thema. Achso, ja, genau, ja, der Kollege was. Er hatte ja Dings gehabt und ich bin nicht hereingekommen und ich dachte, dass es einfach nur ein Raum ist dafür, dass man da reden kann. Und vielleicht könnt ihr mich ja dazu überzeugen, warum es gut ist, vegan zu sein. Das ist ja der Sinn einer Debatte. Naja, aber wenn du von vornherein sagst, du hast kein Interesse am Thema, sondern du willst nur debattieren, was soll ich dann mit dir reden, wenn du reinkommst und gar keine Bereitschaft hast zu reden, das ist ja schwierig dann, ne? Ich habe ja eine Bereitschaft zu reden offensichtlich, aber es ging ja darum, das ist jetzt deine Meinung, aber es stimmt nicht. Nee, das hast du selber gesagt. Nein, ich habe gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, vegan zu werden. Das ist komplett anderes. Du tust mir Worte in den Mund, um irgendwann irgendein Argument zu gewinnen. Du machst genau dasselbe, du musst schon dabei bleiben, was du gesagt hast. Du musst das schon dabei bleiben, was du gesagt hast. Und dann auf einmal, wenn du dann auf einmal deinen Standpunkt wechselst, das ist bei den Debate Bros jetzt nicht so gut gern gesehen. Na Junge, du änderst deinen Standpunkt. Was willst du von dir? Okay, jetzt bist du halt einfach nur noch in dem Modus, wo du dann sagst, so Spiegel, selber. Alles klar, so. Also wenn du meinst, dass du damit von deinen Debate Pro-Kumpels irgendeinen Punkt machen kannst, dann weiß ich auch nicht. Ich habe keine Debate Pro-Punkte, oh mein Gott, Digga. Wirklich, du lebst in Bubbles und redest über solche Dinge. Deswegen hast du die ganzen Terminologien zur Auflage. Das ist unglaublich. Okay, also du isst Halal-Fleisch. Können wir jetzt darüber reden? Ja, können wir darüber reden. Findest du das okay? Tatsächlich habe ich, als ich 10 oder 11 war, im Iran auf dem Schlachthof gesehen, wie mein Onkel beantwortet meine Frage. Das war mein erster Kontakt mit der Halal-Schlachtung, echt. Und ich will jetzt auch noch kurz herleiten, was ich dazu halte. Und zwar habe ich gesehen, wie ein Tier geschlachtet wurde, also Halal. Und um ehrlich zu sein, also meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte zwar Mitleid mit dem Tier, aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, dass es etwas grundlegend Falsches wäre. Und dementsprechend habe ich auch weiterhin mein Leben so leben können, dass ich auch Halal-Fleisch essen kann und dass es auch für mich so moralisch und gut ist. Und ja, also deswegen. Also du warst dabei, wie einem Tier bei lebendigem Leibe bewusst die Kehle durchgeschnitten wurde. Ja, genau. Also ich 11 oder 12, aber irgendwie so. Ja, und diese Tiere ersticken oder bluten aus und so sterben die. Genau, das ist wahrscheinlich keine Methode, die du bei dir selber wünschenswert finden würdest, oder? Nein, wieso?
Ja, ich werde auch nicht, ja, es geht ja um die Schlachtung zum Konsum. Also ich bin ja ein Ja, Mensch, deswegen. aber man kann ja rein theoretisch, könnte man ja jedes Lebewesen so schlachten, aber es ist halt eine Ja. sehr, sehr brutale Art und Weise, weil dieses Tier halt währenddessen alles mitbekommt. Ja, aber es ist halt für uns so vorgegeben und deswegen bin ich auch damit d'accord, weil ich eben selber Muslime Ja, aber du musst ja keine Tiere essen, das steht ja nicht so drin. bin. Nee, es steht Also auch es nicht so gibt drin. unheimlich viele Moslems, zum Beispiel Orient trifft vegan. Sie hat zum Beispiel auch eigene Kochbücher rausgebracht und zeigt auch, wie man Opfer festmacht, ohne ein Tier dafür zu schlachten. Also dann spendet man halt Geld oder sowas, ne? Das geht ja alles. Ja, das Du machen bist wir ja nicht durch auch, aber deine, ja, du bist ja, nicht durch ich. deine Religion dazu verpflichtet, Tiere zu töten. Das stimmt nicht. Ja, das ist auch nicht, ja, das ist auch nicht der Grund, warum ich Tiere, also ich esse, ich, das war, also ich esse Fleisch, weil ich ja damit aufgewachsen bin, nicht weil es von der, aber nicht weil ich gesagt habe, weil das von der Religion Ja, vorgegeben wird. die Aber meisten das Menschen sind Fleisch, das ja ich damit konsumiere, muss ja aufgewachsen. halal sein. Das meine ich damit. Also es Aber muss bei lebendigem Leibe gelitten haben, damit du sagst, okay, das esse ich jetzt. ja, das steht so in so einem, also das steht so im Koran, deswegen, ja. Ja, du musst ja kein Fleisch essen, ne? Also das ist Ich muss ja klar, aber logisch. ja, ich weiß, sag, das ist logisch, aber ich konsumiere trotzdem Fleisch. Ja, aber Weil es ist wir ja auch selber falsch, weil du weißt glauben, ja, dass das Tier leidet. wir wissen, dass es leidet, aber wir wissen auch, zum Beispiel meiner Meinung nach und auch in der Meinung unseres des Islams ist es so, beispielsweise, wenn im normalen, also zum Beispiel im Massentier gebraucht wird, ja ein Bolzenschussgerät benutzt und damit das Tier eben nicht Licht leidet. Und unserer Meinung nach ist es halt das sogar eine effektiv inhumanere Art und Weise, jemanden zu töten, weil der diesen weltlichen Schmerz nicht mitnimmt. Und unserer Meinung nach, wenn nachdem dieses Tier geschlachtet wurde, wird es in ins Himmelreich kommen. Also haben wir sozusagen damit also dieses moralische Dilemma für uns, ist das nicht wirklich existent von der Ansicht Es gibt her. ja noch die dritte Option. Ne? Es gibt ja nicht nur Bolzenschuss oder bei lebendigem Leibe einfach mal die Kehle durchschneiden oder den Kopf abhacken, sondern es gibt ja auch, man lässt die Tiere einfach in Ruhe. Man züchtet sie erst gar nicht ins Leben. Und ich glaube nicht, dass es Gott gewollt ist, dass wir unseren kompletten Planeten das Klima und Tierleid verursachen, also unseren Planeten gegen die Wand fahren, das Klima zerstören und Tiere leiden lassen, nur für unseren Konsum, der gar nicht mehr lebensnotwendig ist. Also dein Buch Gottes wurde ja geschrieben zu einer Zeit, wo wir ganz andere Umstände haben oder hatten. Also da haben Menschen ja getötet, um zu überleben. Du tötest ja nicht mehr, um was zu essen zu haben, sondern einfach für den Genuss an sich. Der Supermarkt ist ja voll. Naja, es Und geht dass du auch. den Planeten, den Gott dir gegeben hat, gegen die Wand fährst, einfach nur für Genussmittel, das ist nicht in Gottes Wille. Naja, also wenn wir jetzt weitergehen, nur aus der Tatsache, dass ich aus Gewohnheit bezüglich des Aufwachsens mit meinen Eltern und so weiter Fleisch esse, ist es auch so, dass, naja, wenn wir uns vegan ernähren, habt ihr zum Beispiel selber Probleme vielleicht mit Unterernährung, was bezüglich Nährstoffe oder so? Also ist das Bitte? vielleicht ein Problem? Also wenn ihr zum Beispiel Wer hat denn Probleme mit Unterernährung bezüglich von oder sowas? Nährstoffen, weil, nee, also ist zum Beispiel, es ist ja, ich Nee. drücke es mal mathematisch aus, also es ist ja wahrscheinlicher, wenn man sich omnivor ernährt, dass man alle Nährstoffe, die man zu sich nehmen sollte, auch dementsprechend in einem gemäßigten, in Es ist einem auch sehr ausreichenden wahrscheinlich, dass Maße du sowas wie konsumiert. Antibiotika zu dir nimmst oder Hemmeisen oder krebserregende Stoffe. Aber all Naja. das kann ja auch keine Rechtfertigung sein, wieso du Tiere so krass leiden lässt und unseren Planeten gegen die Wand fährst. Du könntest dich ja auch einfach hinsetzen, eine vegane Ernährung durchführen und dann halt einfach supplementieren. Und die Na, das meisten Problem. omnivoren Menschen müssen auch zum Beispiel Vitamin B12 supplementieren. Naja, Müssten außer wenn sie. man Organe zu sich nimmt, aber das ist ein anderes Thema. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich kann halt, also die vegane Ernährung, also vegetarische Ernährung, dafür wäre ich eher offen als für eine vegane, weil aus einer veganen, ich habe dafür zu viele Anekdoten, wo zum Beispiel eine Freundin oder so hat halt sich 2 Jahre vegan ernährt und ihr ging es dann irgendwann richtig schlecht, weil sie halt sich unterernährt hat, mehr oder weniger. Und wenn man sich das dann anschaut, dass es denen wirklich nicht gut geht, dass die, keine Ahnung, Probleme bezüglich der, einfach irgendwelche Gesundheitsprobleme entwickeln, was zum Beispiel Kreislauf oder Bluthochdruck und so weiter, also nicht Bluthochdruck, sondern ihr ging es einfach allgemein schlecht, hatte keine Energie und so weiter. Wenn man das anguckt und dann auch vom Arzt sozusagen nicht geraten wird, dass man sich eher vegetarisch als vegan ernährt, da wird Ja, halt, sie haben da leider gar ist es keine halt Ahnung von absch. Ernährung, ne? Ja, das ist einerseits auch, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass Ärzte nicht unbedingt viel Ahnung von Ernährung haben, aber sie wissen, dass eine vegane Ernährung eine sehr restriktive Art der Ernährung ist.
Das ist ja auch, das wissen sie und das Na, sehr, wissen sehr sie. viele Ärzte haben halt einfach Vorurteile und handeln nach dem Wissen, was sie eventuell mal vor 20 Jahren oder sowas mitbekommen haben. Aber letztendlich musst Ja. du halt einfach dafür sorgen, dass Naja. du Nährstoffe konsumierst. Und diese Nährstoffe kannst du durch pflanzliche Ernährung irgendwie aufnehmen, die kannst du aber auch in dir behalten. Und da musst du dich halt einfach informieren. Und das ist dann Carsten, deine danke schön für den Raid Verantwortung, mit 150 Menschen. Verantwortung, Herzlich die du willkommen. auch am Schlachthof ausüben musst. Hallo. Tut mir leid, es dir zu sagen. Es ist deine Verantwortung, um deine Nährstoffe Wir zu machen, kümmern, gerade und da wegen kannst du keine Speaking. Tiere für abschlachten. Ja, das tut Wir waren gerade wegen Speaking mit einem nachvollziehbar. Debate Bro. Yay! Debate Bros. Liebe Ja, Debate ich Bros. fand das Also du fährst weiterhin interessant. unser Klima gegen die Wand, unser Debate Bros Planeten, sind der die Gott gegeben tollsten. ist. Und scheiß drauf. Naja, also, das ist Aber ja ey, nicht, davor hatten wir eine also, Metzgerin. Jetzt ist eigentlich ich kann ja entspannt. auch War aufhören, also, gleich. das ist ja nicht der einzige Aspekt, weshalb der Planet bezüglich zu, ich glaube, wie Der geht das mit allergrößte, der CO2? allergrößte. Warum brennt denn der Regenwald? Du hast doch eben alles mitgehört, oder? Na, ja, Warum hungern denn das stimmt ja Menschen? auch. Wieso hungern denn Menschen? Der Grund, warum Menschen hungern, das ist, also, ich kenne jetzt nicht wirklich die Ablaufkette dafür, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil Menschen in Europa und Amerika Fleisch konsumieren. Ja, da Also der liegst du aber ein größte, bisschen zum Beispiel, falsch. Wir nein, haben. naja, tut mir leid, in Asien beispielsweise ist der größte Konsum, die Menschen konsumieren sich hauptsächlich über Fische und Kannst du das ist ja mir denn so. erklären, wieso wir genug Ressourcen haben, um Billionen von Tiere, die wir sowieso abschlachten, zu füttern und fett zu machen, aber nicht genug Ressourcen haben, um alle Menschen zu versorgen? Wir haben genug Ressourcen tatsächlich, um 10 Milliarden Menschen auch mit der aktuellen Art und Weise vom Fleischkonsum zu versorgen. Das Problem ist nicht, dass man Essen nicht hat, sondern die Ja. Versorgung mit den von den Menschen. Das ist eher das größere Problem. Die Infrastruktur ist nicht vorhanden, um das Essen voranzubringen. Das ist das größere Problem Wir tatsächlich. hätten tatsächlich nicht genug Ressourcen, um Auch alle haben wir Menschen 10 mit dem Milliarden. Fleischkonsum, den wir momentan haben, zu versorgen. Unser Mit Klima 10 stirbt ja jetzt Milliarden. schon. Also Ja, bezüglich inwieweit, des da hast Klimas, du dann also vielleicht ich. noch ein paar Jahre zu leben, aber dann geht halt alles flöten, ne? Also Naja, wenn komplett. ja, naja, aber wir haben, also das ist ja was anderes. Also das, was du sagst, das stimmt ja auch, aber wir haben ja eigentlich schon auch, ich glaube, ja, eure Statistik hat ja auch gezeigt, dass die Abrodung des Regenwalds sehr stark in den letzten Jahren, das war ja noch 2013 sogar, abgenommen hat. Also wir haben schon Fortschritte diesbezüglich gemacht, sage ich mal. Also doch, Bitte? natürlich, wir haben Fortschritte gemacht. Vor allem, wenn CO2-Abstoß geht, allgemein, doch, das schon. Doch. Also, nein, also da stand doch in der Statistik von euch, die Abrodung des Regenwalds hat abgenommen, das stand doch da. Also warum macht sich darüber lustig? Die Grafik hat abgenommen, diesbezüglich, was die Anzahl an Hektar oder Quadratmetern war, Okay, die das heißt, du abgenommen hat beteiligst dich im weiterhin an vorherigen einem Zeitraum. System, was Menschen verhungern lässt und Tiere fett macht. Verstehe ich das richtig? Naja, das System, das nicht mehr. Das Problem, warum Menschen verhungern, ist nicht das, dass sie Fleisch konsumieren, sondern weil die Infrastruktur zur Versorgung dieser Menschen nicht vorhanden ist. Das ist was anderes. Also, Nee, ja, weil und wenn du. einfach Naja, in Profit, gewisser den man Weise aus nutze ich ja den meine Körpern der Mitarbeiter Tiere aus, weil ich schöpft, zahle denen wichtiger zivile ist, Löhne als im Verhältnis Menschen zu dem, von was dem sie mir Hungertod zu anbringen. bewahren. Neid an Salat Das ist salat. Tut mir leid, das ist einfach eine. Das ist auch eine Aussage, die du tätigst, aber du müsstest mir schon irgendwie einen Beweis dafür liefern, dass es in einer Naja, Art und es ist Weise. Kapitalismus, ne? Naja, es ist Kapitalismus, ne, ist kein Argument. Tut mir leid. Wie, das ist kein Argument. Du Du kannst nicht beteiligst sagen, dich es ist. finanziell an einer Industrie, die Interesse daran hat, Tiere fett zu machen und bewusst Menschen in den Regionen Abgenommen, ja. verarmen und verhungern lässt und dann das zu benutzen, um Tiere fett zu machen, damit du dann einen Burger hast zum Beispiel. Tut mir leid, aber das ist ja, was, also, warum gehst du nicht darauf ein, dass der Grund, warum diese Menschen erstens, also, ne, zum Beispiel, wenn du irgendwie in der Sahara, also, nördlich der Sahara und das Sahelzone lebst, da ist ja eine Wüste, mehr oder weniger die Sahara. Und da ist es ja schwer, beispielsweise Agrarwirtschaft und so weiter zu betreiben. Nee, nee, wir Das ist reden ein, von Regionen naja, nee, wie ich weiß, ja. Südamerika zum Beispiel. Südamerika, ich kenne mich in Südamerika nicht aus, vielleicht kannst du mir kurz die Situation da schildern. Naja, also dass Bauern da vertrieben werden, damit man dann einfach den Regenwald roden kann, damit man dann die Kühe dort halten kann, damit man dann das Soja dort anbauen kann. Also diese ganzen Menschen, die da Wie viele Ackerbau besaßen, Menschen? besitzen, die Flächen besaßen, die wurden dann einfach zwangsenteignet, die werden verfolgt, die werden getötet und das alles aus profitablem Interesse. Und diesen Menschen gibst du Geld, wenn du die Tiere kaufst, die mit diesem Futter fett gemacht werden. Also so schließt sich Ich halt der Kreis. also ich vertraue dir mal bei der Aussage, wäre es vielleicht möglich, eine Studie oder so oder eine Ich Studie habe oder dir eine die Zeit. Quelle zum Verlust der Regenwaldfläche in den Quellen-Channel reingepackt. Da geht nichts zurück, okay? Okay, gut, okay, cool. Ja. Aber das ist ja, naja, aber das ist ja,
Du hast gerade gesagt, dass die Verhungerung der Menschen davon dadurch passiert. Und das Problem ist aber, also wie viele Millionen Menschen, maximal, wenn es überhaupt Millionen sind, weil die kriegen dadurch keine Ernährung. Und vor allem, weil Südamerika nicht unbedingt einer der Hunger, der Hungerkontinent ist, sondern eher Naja, es geht ja auch eher darum, Zentralafrika. dass man Oder aktiv Subtra. einfach Flächen und Futtermittel wegnimmt, die man Menschen zugute geben könnte, ne? Aber da steckt halt so eine riesige Milliardenindustrie hinter, dass Menschen gar nicht irgendwie das Interesse haben, Menschen zu helfen, sondern lieber halt sich dann finanziell an Tieren und deren Leichen beteiligen oder da das Interesse hintersteckt. Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall ist, aber das Problem ist, dass ich glaube, das größere Problem ist tatsächlich, dass die Infrastruktur für diese Nation einfach nicht gegeben ist, Also um ihre du Bevölkerung siehst zu, also, das und du glaubst es mir gibt, das, aber du machst nein, trotzdem nein, nein, weiter nein, damit. nein, 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 was ich meine ist zum Beispiel, es gibt einige afrikanische Nationen, ich weiß, es ist Sudan gewesen oder so, die haben halt einfach, die sind wirtschaftlich sehr schwach aufgestellt und deswegen ist es denen nicht möglich, über staatliche, also ist es nicht, ist es denen möglich, aber erstens über Schuldeneinnahmen und so weiter Nahrung zu importieren und diese Nahrung zu verteilen, gleichgerecht zu verteilen und so weiter, das ist auch ein anderes Problem, aber allgemein, es geht ja eher um die Infrastruktur der Länder, selber Essen zu produzieren, beziehungsweise genug Geld zu haben, um Nahrung zu importieren, das dazu führt, dass diese Menschen unterernährt sind und nicht die Tatsache, dass unbedingt, also das könnte dazu beiführen, aber das ist nicht der alleinige Grund, das muss multivariabel irgendwo sein, das kann nicht der einzige Grund sein, aber ich kann Also nur mir weil es nicht der vorstellen, einzige Grund ist, ist es doch na, kein Grund, weiter ja, damit zu aber machen oder sich daran zu ja, es ist beteiligen, kein oder? Grund, weiter daran zu machen, aber das ist ja nicht, deine Prämisse Ja, basiert dann hör darauf, doch bitte dass, auf. nein, aber guck mal, du sagst ja, dass das der Grund dafür ist, warum diese Menschen nach kein Essen bekommen. Ich sage, das ist nicht der Grund dafür. Beziehungsweise, das kann nicht der alleinige Grund dafür sein. Das geht Ja, einfach der nicht. alleinige Grund, aber es geht einfach darum, dass du dich an dieser Industrie beteiligst, die Menschen verhungern lässt und Tiere fett macht. Dass die Menschen verhungern lässt, also gibt es dazu eine Studie vielleicht, dann gibt es dazu ein Peer-Review-Journal oder so, damit Also möchtest du jetzt das von mir eine ist. Studie haben, dass So, nee, das Menschen ja. einen Hungertod sterben und nicht genug Ressourcen bekommen, aber Tiere schon? Das kannst du dir nicht vorstellen. Also die Also, Menschen im Sudan übrigens haben es kann gerade ein sich ja auch bisschen mehr dann. Probleme mit dem Genozid durch die von uns Warte mal ausgebildeten kurz. Soldaten, ne? Aber na, gut. Warte mal kurz. Es ist ja nicht die Aufgabe, es ist ja nicht die Aufgabe von Unternehmen, Menschen, andere Staaten zu supplementieren mit Nahrung. Das sind Na, ja du zwei hast ja auch eine unterschiedliche Paar Schuhe. Nahrungsknappheit dann automatisch, ne? Also du machst ja dann auch Nahrung teurer, weil du halt Das einfach eine Verknappung kann sehr hast. wohl sein, das kann sehr wohl sein, aber das ist nicht, also ich glaube, du verstehst, was ich meine und ich verstehe, was du meinst, aber ich meiner Meinung nach, also dein Hauptargument, dass eben die Art und Weise, wie Massentierhaltung betrieben wird, dass sie unhuman ist, das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf meinen Punkt zurückgehen mit der Halal-Ernährung, was du recht hast, ist, dass es eine relativ drastische Art und Weise ist, das Tier zu töten, aber Drastisch ist schön ausgedrückt, ja. naja, okay, ja. Blutrünstig Aber, und brutal trifft's besser. naja, aber du weißt auch schon, dass diese Tiere, wenn es richtig durchgeführt wird von Experten, der Ich habe die Halal-Schlachtung, Aufnahmen dass gesehen die, aus den Schlachthäusern, wie auch illegal ja, dann geschächtet wurde. Ich weiß, wie eine Schächtung ja. abläuft. Das ist absolut blutrünstig und brutal. So sollte kein Lebewesen der Welt verrecken müssen. Nee, aber das ist auch ein anderes, also ein europäischer Halal-Zertifikat, um die zu bekommen, braucht man ja auch, muss irgendeine Art der Ja, Humanhaltung. Schlachthöfe scheißen auf Zertifikate, Richtlinien. Wenn du wirklich mal in einem Schlachthof warst, wenn du die Videos gesehen hast von Tierschützern, dann fällt dir ganz schnell auf, das ist da Alltag, da hängen meistens auch eigentlich gar keine Kameras, es wird nicht überprüft. Und selbst wenn da Veterinärämter oder Tierschützer oder nicht Tierschützer, sondern Tierärzte dabei stehen, die machen zum Teil sogar noch mit. Und es ist alles total gedeckt. Also wann wird da mal eine Kontrolle durchgeführt? Ich glaube, es waren 25 Jahre in Bayern. Ich weiß es nicht genau, aber da wird regelrecht draufgeschissen. Warum reden wir eigentlich darüber, wie du da die Haltungsbedingungen findest, wenn du einfach sagst, du hast eine Halal-Schlachtung angeguckt und hast jetzt kein Problem damit? So, das Problem ist jetzt nicht, wie die Naja, Haltungsbedingungen in es ging die irgendwelchen Haltung. Betrieben sind Naja, oder sonst irgendwas, sondern das Problem ist, dass du anscheinend überhaupt kein Problem mit Tierleid hast. also mit Tierleid an sich habe ich nicht ein unbedingtes Problem, weil ich ja keinen Kontakt damit habe, weil es ist schwer für einen Menschen, das nachzuvollziehen, Ja, wenn ich die dachte, du Tiere hast dabei Schlachtung gestanden und dir betrieben das hat. angeguckt und hast kein Problem damit, hast du doch gesagt. Na, als ich, als ich mit der Tötung, ja, nee, hatte ich nicht, weil die schnell durchgeführt wurde. Das Tier war binnen Sekunden tot. Ich hatte Mitleid mit dem Tod des Tieres, aber es war also, naja, also ich hatte, also es Also war wenn jetzt es nicht so in schlimm für Sekunden tot mich. war, dann muss ja wirklich der komplette Kopf direkt abgetrennt worden sein.
war ja, es war wirklich so, ja. Die haben einfach ein Tier enthauptet. Und das fandst du gut. Wie haben die das denn gemacht? Mit einem Messer. Und was war das für ein Tier? Das war ein Schaf. Und da haben die den kompletten Kopf? Naja, nicht den kompletten Kopf direkt, aber die haben mehr oder weniger fast den Kopf komplett abgeschnitten. Die Arterien, die hauptsächlichen Arterien wurden da durchgeschnitten. Die ist ausgeblutet und wenn das passiert, dann kommt es halt eigentlich zum, dann ist halt die Blutzufuhr zum Gehirn nicht mehr vorhanden und dann ist die Schmerzrezeption des Tieres auch eigentlich mehr oder weniger nach Sekunden nicht mehr gegeben. Also ah, da gibt es tatsächlich Studien dazu, ne, dass das Schmerzempfinden der Tiere dort unvorstellbar ist. Also wenn dir der Hals durchgeschnitten wird, da sind so viele Nervenenden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also, ja. Aber ich hab selber andere Studien gelesen, die das widerlegt haben. Also die andere ja, schick mir die bitte. Hätte ich gerne. Ich hätte gerne eine Studie, dass die Tiere bei Halal-Schlachtung, dass das gut für die ist. Habe ich also wirklich. Nein. Hätte ich wirklich gerne. Ich müsste die jetzt selber recherchieren. Aber viel Spaß dabei beim Recherchieren im Paulanergarten. Ja, nee, wenn das nicht ist, dann werde ich auch dementsprechend, informieren. Aber ich werde das, also ich kann es jetzt nicht sofort. Also ja, okay. Ja, okay, cool. Guck mal im Paulanergarten, ob du sie findest. Vielleicht hast du es irgendwo da vergessen. Ja, schön. Okay, ich glaube, ich denke, ich gehe dann auch mal. Jo, verpiss dich. Ja, okay. Was da? Okay.